Jo, willkommen zu, ja, zurück zu einer weiteren Folge World of Warships mit dem Johannes. Hallo. Der Johannes in seiner Normandie und ich fahre mal nach gefühlten 10.000 Jahren und zwei Gefechteerfahrungen mit der Nürnberg oder so. Die MS Hoffnung. MS Hoffnung im Achtermatch. Ja, Da gut. grüßt eine Instanzita. Na, ich begrüße Sie, ja. Also erwartet von dem hätte ich auch nicht gerade viel. Irgendwie in letzter Zeit fehlt es irgendwie an guten Matches, ganz ehrlich. Aber das Lustige ist, liebe Leute, Die Schlacht wenn beginnt. wir privat fahren, also ohne Aufnahme, wenn ihr nicht dabei seid, ist es genauso scheiße. Heißt, ihr verpasst nichts. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wenn wir nicht aufnehmen, dass wir trotzdem krasse Matches haben, komischerweise. Oder krasse Runden, zumindest. Naja. Doch. Also bei mir Diese schon. krassen Runden, die sind so negativ, sind so selten geworden. Wenn ich alleine ganz allein fahre, dann nicht. Komischerweise. Oder das ist ja mittlerweile auch schon wie in War Thunder. Eine Ja, Division glaube zählt ich. als OP und dann wird gleich mal ganz anders gematcht oder so. Boah, keine Ahnung. Aber mir kommt das so fast so vor. La la. Ui. Morgen ist schon wieder Montag. Cool. Alles zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne? Also nicht wundern, dass ich sowas gesagt habe. Montag war gestern, wenn die Aufnahme rauskommt. Hä? Ach so, ja. Hä? Hä? Was will der Vogel von mir? Gucken wir uns mal so lang das Dorf hier an. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ja gut, solange es nur ein Kreuzer ist, habe ich nichts dagegen. Jawohl, eine Charles Martel. Ach, geh doch einfach weg. Pinke Fregatte. Warte mal, ich lenke mal nach rechts ein, also bitte nicht erscheinen. Ich bin mal ein typischer Nürnberg-Fahrer. Willst du mich verarschen? Overpen und Null? Alter, die Scheiß-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 Scheß-Schei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 ß-
witzig, dass mich noch niemand angezündet hat, aber. Ja, halt mal lieber deine Klappe. Diesbezüglich. Glaub mir. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefreut, oh, mir gibt keiner eine Zierte und buff. Warte mal, war die Gneise noch da? Hm, komisch, ne? Wieder geht diese Secondary? Über 9 Kilometer, denk an meine Türe. Ich bin ja schon bei 11,5. Ja, es gibt Leute, die haben das so gut geskillt, die können das so, die haben das dann sogar auf 11 Kilometer oder so. Kannst du irgendwie hinbekommen. Aber ich weiß nicht, wie genau das gehen soll. Yay, nur Overpass, geil. Ja, ach nee, da ist ein Zerstörer, wirklich. Danke, Gneisen. Dankeschön. Ich freue mich darüber. Wenigstens durfte ich noch 5000 Damage machen. Was macht das Team eigentlich schon wieder? Was kam nach der Nürnberg? Die York schon, ne? York kam danach, ja. Na, ein Glück, Alter. Jetzt weiß ich, was ich mit meiner Free XP anstelle, die ich mir erfarme. Ich hol mir die York. Ja, damit du den Saftladen nicht ertragen musst. Ja, Alter, alles ist besser außer die Nürnberg, ganz ehrlich. Das ist ja wie die alte Pensacola irgendwie so. Ja. Warst du auch der Arsch vom Dienst? Ach, Pensacola ist jetzt noch nicht besser. Nur weil es auf der 6 ist. Kann sie trotzdem gegen 8 damaged werden. Also von daher. Sehe ich das ein bisschen schon krasser. Diese scheiß Tippets! Warum bewegt die sich? Weißt du, ich fahr von ihr weg, um meine Ruhe zu haben von diesem Scheiß. Und dann plötzlich. Oh nee, fahren wir weiter, ne? Ja, ja. Immer doch, ne? Oh je. Habe ich überhaupt die Aufnahme gestartet? Ich hoffe mal nein. Doch, ich glaube, ich habe sie gestartet. Die verschwundene Folge. Ach, Alter. Ah! Schwimm mit dem Bastard. Jetzt geh doch weg! Ah, Mann! Wohin soll er denn gehen? Weg! Weg! Johannes, ich erzähl dir einfach schon mal den Plan zwecks Aufnahme, weil ich ja in 2 Wochen ja schon für 3 Wochen in Norwegen bin, dass wir folgendermaßen machen. Wir werden die Woche, bevor ich fahre, für diese Woche normal aufnehmen und dann vielleicht den Mittwoch oder so, oder den Donnerstag, bevor es dann für mich dann in den Norden geht, dann. Nee, Quatsch, das ist so knapp. Auf jeden Fall innerhalb der Woche, bevor es für mich in den Norden geht, dann viele Folgen aufnehmen. Nochmal. Ja. Damit ich das dann vorab hochladen kann. Wie ich es denn für die Zuschauer im Warships-Forum mache, muss ich mal gucken. Vielleicht schicke ich dann schon mal die geplanten Videos dann doch schon mal dann da rein. Nur dass sie eben noch nicht sehen können, weil sie noch nicht veröffentlicht sind. Also sprich auf Privat. Klar. Dann schreibe ich dazu einen kleinen Text und dann ist das auch gut. Dann reicht das auch. Ah, oh, die Schiffe auf der Seite sind alle kaputt. Cool. Und ihr wisst das jetzt auch. Die jetzt hier schon mitgeguckt haben. So. So. Oh wow, die andere Scheiße da drüben fährt auch wie so. Vor allem, wer hat sich diese blöde Tarnung überlegt für die Normandie, Alter? Die sieht aus wie so ein Krapfen. Einer aus der Community. Das war nicht mal ein Wettbewerb gewesen. Und fragt mich nicht, warum das so gewonnen hat. Die sieht so scheiße aus, ganz ehrlich. Ich meine, ich finde diesen Kreuzfahrtschiff-Style ganz okay, aber doch nicht für ein Schlachtschiff. Nee, echt mal. Vor allem die Türme rot? Serious? Ja.
Klar, lass dich nur die ganze Zeit overpenetrieren, Alter, du Bastard! Nein, nein, nicht so böse. Ist mir egal, wenn ich mich ärgere, rege ich mich auf. Naja. Ja, komm doch her, Alter, komm her nochmal an die, Alter, dann hau ich dir sowas dann in die Schnauze. Da bist du ja, du. Naja, die Duke of York da drüben heißt Granatendealer. Ist auch ein werter Name. Wo sind eigentlich unsere Top-Tiere? Ah, die Monarch, die campt hinten. Ah, die fährt ganz hinten durch. Ja, ja, klar. Ja, ist doch schön. Die Lyon dreht ab. Ja. Ja, warum nicht? Was macht die Richelieu hier? Die, ja. 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 Komm. Komm, Gnefni, hau ja auf die Schnauze. Komm schon, Pepsi Cola. Lass dich treffen. Yes, ein Treffer, 3000. Yay! Das ist super! Joik. Verdammte Axt! Halt's Maul! Diese blöde Scheiße, die da drüben, wenn man die ganze Zeit rumgammelt. Was macht denn die Richelieu? Fahr doch mal vor, Alter! Hast du keinen Treibstoff mehr oder was? Muss ich dir auftanken helfen? Ja, bitte. Du! Meine Fresse! Die Richelieu vor der Ding abhaut, ey. Ist ja echt der Wahnsinn. Fürs Protokoll, man könnte auch mal ETS-frei aufnehmen. Kein Kommentar. Das war irgendwie knapp an der Insel vorbei. Hallo? Guck mal, da ist noch eine Insel vor dir, ne? In den Aufnahmen fahr ich... Ah! In Aufnahmen fahr ich immer so extrem hier. Fährst du? Na, der Extreme. Oh Gott. Ja. Mr. Extreme oder so. Man nennt mich auch Mr. Extreme. Hey, die Gegner cappen ja bei uns, finde ich ja gut. Ja, die Richelieu ist scheißegal. Oder doch nicht? Ja, nee, jetzt dreht sie doch wieder um. Wow. Ja. Aber der im Nebel steht, naja. Was will er dagegen machen? Ah, eine Monarch gegen eine Ding, gegen eine Kaiser, das ist auch interessant. Oh, oh. Oh, guck mal, der Mars. Mars. Das Maß ist voll, meine Freunde. Das Maß ist voll. Alles beschissene Overpants, Alter. Sie verarschen, du Arsch! Ah, kommt das noch eine Harekase irgendwo unterwegs? Was, eine Harekase? Ja! Oh, die Art, Gott sei Dank, die fährt da drüben irgendwo. Ja. Ja! Genau! Ey, da schießt was links aus dem Nebel. Und rechts auch.
Ja, so bist du jetzt natürlich DD-Futter, ne? So wie du jetzt hier rumfährst. Dafür ist die Normandie ein bisschen zu wendig, um DD-Futter zu sein. Was? Too many Torps? Wie kommt der auf die Idee? Das sind noch viel zu wenig Torps. Ah, sagt er und jemand hat uns wieder aufgeschrieben. Hi, hi! Oi, oi, oi. Da sind drei DDs jetzt hier plötzlich in der Ecke. Wo kommen denn die alle her? Ne, zwei waren auf jeden Fall hier. Und wo der dritte ja kommt, weiß ich nicht. Mann, HSF, komische Arschhaare Kase oder wie die heißt. Stimmt, der ist auch da. Ah, da kommt nicht. Hau den letzten Gang rein, Alter. Bin du hier kein Fischfutter? Blub, blub. Kümmert euch doch mal um jemand anders. Nee, warum denn? Schau uns die anderen Pisse mal was machen hier, Alter. Nein, hör auf jetzt! Halt dein Maul! Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Please play together. Haben wir auch so. Ja, Radar! Hat die Cleveland nicht selber Radar? Na, der hat doch die Cleveland darauf angesprochen mit Radar. Dass der doch mal bitte radaren soll. Ne? Ich hab keins, ich hätte gerne eins. Naja, und ich sag's ja nur, dass der die Cleveland darauf angesprochen hat, ne? Ach so, ich dachte, das wäre die Cleveland selber. Nee. Ach. Die wird das safe nicht vorfahren, Alter. Darauf würde ich meinen Arsch verwetten. Mit einer 3DD ist diese scheiß Zone verteidigt. Ist da hier Zapduster. Das kannst du dann geflickt vergessen. Das kannst du gefickt vergessen, Alter. Weil die Cleveland gleich raus ist, weil die. Die fokussiert die Cleveland, die lässt sich sogar abballern. Naja. Oh, 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 guck mal, Tops. Schon wieder. Schon wieder. Was heißt denn hier schon wieder? Der Kerl, wir hatten doch gar keine Tops. Nein, das sind die ersten Tops-Nehmens, die ich überhaupt sehe. Geh weg. Aber ist ein interessantes Match. Schaut wieder! Da kommt die Mars. Oh, nein, 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 als ob ich da vorfahre, Alter. Ich meine, wenn drei DDs zusammenspielen, das ist dann schon heftig, sowas. Oh, scheiße, ja! Was? Zwei von denen spielen zusammen und einer von denen und die Ding spielt zusammen, die Duke. Aha! Die spielen alle in der Division. Ist klar, dann brauchst du ja nicht so wundern, warum das so ein Gematsche ist mit dir. Ja, warum das so koordiniert ist. Ja. Am Arsch, als ob ich da vorfahre. Die bin doch nicht lebensmüde. Die werden jetzt erstmal die Monarch da rauskratzen. Weiß ich jetzt schon. Natürlich. Ich kann nur verhindern, dass die scheiß Mahan da kill Duke, please. Ja, pff, mach doch selber. Wenn er nicht tot wäre, dann bestimmt. Ich glaube, ich habe keine Reparaturdings mehr. Das ist so schlecht. Oh, scheiße. Ich hatte schon wieder anvisiert. Das ist die Ding. Die Monarch. Monarch sei schon. Die. Mann, die da hinten rumhaut. Ja. Ah, sie hat das Ding gewechselt. Jawohl, geh auf die Ding. Geh auf die. auf die. Der eine raus. Ja. Ja, mein Kill gewesen, Cleveland, ne? Das weißt du. Warum die Richelieu so einen großen Bogen macht? Only stay alive. Hm.
Glaube ich jetzt nicht, weil die Cleveland kriegt gleich ordentlich die Backen voll. Ja. Wer überlebt? Ja, Harekase ist insane, was Dinge angeht, was Reichweite angeht, also zum Schießen. Na. Aber egal, in 10 Sekunden ist das Match vorbei, ne? Richtig unverdient gewonnen. Good job, Mates, Alter. Schneid dir doch deinen Schwanz ab. Ja, gewonnen. Hey, ich bin Letzter. Aber egal. So, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.